Herr Schultes, Sie sind evangelischer Pfarrer und haben unter anderem die Bücher Wie Engel begleiten und Es gibt mehr, Erfahrungen mit einer unsichtbaren Wirklichkeit geschrieben. Was war Ihre Motivation dazu? Hinter dieser ganzen Forscherarbeit, die in den beiden Büchern dann zum Resultat geworden sind, liegt eine eigene Erfahrung. Mein erster Beruf war Kaufmann und dann habe ich das Studium, Theologiestudium begonnen, hatte gedacht, ich habe eine innere Berufung, meinen Beruf zu wechseln. Und am Ende des Studiums wurde ich von einer Kirchgemeinde eingeladen, um eine Woche lang Vorträge zum Thema Christsein heute zu halten. Und als ich diese ersten Vorträge hielt, das war für mich ganz eine schwierige Erfahrung. Ich kam mir vor wie in einem Wachskabinett. Das heißt, ich habe von Jesus Christus erzählt, ich habe biblische Texte dargelegt und die Leute, die saßen einfach da, unberührt, und am Ende des Vortrags gab es dann immer einen Kaffee, Kuchen, eine Art Apro, da war alles quietschlebendig. Und das hat mich sehr existenziell betroffen. Ich dachte, ich habe jetzt viele Jahre studiert, um eben vom Christentum her zu erzählen, von Jesus Christus und so. Und nach dem dritten Abend war ich so zermürbt, dass ich am Donnerstagmorgen, ich sehe das noch, im Zimmer saß und bei verschlossenen Augen habe ich gebetet und habe gesagt, lieber Gott, wenn das heute Abend wieder so ist, wenn sich nichts ändert, gehe ich wieder zurück in den Beruf. Und in diesem Moment habe ich vor verschlossenen Augen, Kopf in die Hände gestützt, die Kirche auf Dachrinnenhöhe gesehen, wie Engel da waren, schwebend mit Blasinstrument. Also so Freudeinstrument, freudige Stimmung. Dieses Bild, das hat mich total überrascht. Ich kannte so etwas nicht zuvor, war aber auch ein sehr nüchterner und skeptischer Mensch. Und so habe ich Gott gesagt, lieber Gott, ist ja schön, ein solches Engeldia, das tut mir gut, aber ich möchte, dass heute Abend etwas geschieht. Ich bin ja gekommen, dass die Menschen erfahren, wer Jesus Christus ist, seine Befreiung, seinen Frieden, seine Ruhe und was er alles für Talente oder Gaben für uns zur Verfügung hat. Und so kam dieser vierte Abend. Und es geschah nichts. Es war wie an den früheren Abenden. Ich ging dann zurück in mein Zimmer und sagte, lieber Gott, das war's. Ich werde wieder Kaufmann. Ich liebte diesen Beruf auch. Ich habe ihn nicht aus Frust verlassen. Und Viertel vor Mitternacht, Viertel vor 12, klingelte es an der Pfarrhaustüre. Ich hatte das Zimmer in einem Pfarrhaus. Unten standen zwei Frauen und die eine sagte, ich bringe Ihnen meine Freundin, sie möchte gerne mehr über Jesus Christus erfahren. Und da habe ich gespürt, dieses Bild mit den Engeln, das war nicht einfach nur ein nettes Bild, sondern das war wirklich eine Kommunikationsart Gottes durch seine Boten. Und das hat mich dazu gebracht, einmal die Bibel nochmals ganz neu zu lesen, zu erforschen, wo finden da Engel, ja, wo wirken sie, welche Erfahrungen machen biblische Menschen zur biblischen Zeit mit diesen Engeln, und staunte. Besonders schon im Alten Testament gibt es ganz bewegende Geschichten, wo die Engel an Schlüsselstellen auftauchen. Bei der Berufung von Moses zum Beispiel war ein Engel dabei, in der Geschichte von Abraham. Also schon in der Frühzeit, in der jüdischen Zeit, sind die Engel sehr präsent, wenn es um ganz wesentliche Entscheidungen geht. Auch im Leben von Lot, der ja aus einer Stadt befreit wurde, wo eine Katastrophe kam, durch Engel. Und dann habe ich mir natürlich die Jesus-Geschichte nochmals präziser angeschaut und siehe da, immer wieder interpretieren die Engel, was mit Jesus geschieht, wer er ist. Also die Engel sind es, die ankündigen, jetzt kommt der Messias, nicht irgendein menschlicher Theologe. Die Engel erklären dann den Frauen, den Jüngern die Auferstehung, dass er auferstanden ist, dass er lebt. Und er selbst, habe ich dann plötzlich eine Stelle entdeckt, wo es heißt, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel auf den Menschensohn, auf Jesus, nieder und von ihm in den Himmel hinaufsteigen sehen. Das heißt, auch wenn die Bibel, das Neue Testament, nicht sehr viel dokumentiert, muss Jesus Christus aufgrund dieses Satzes
in einem sehr intensiven Kontakt mit seinem Vater gewesen sein, durch den Geist Gottes natürlich, durch seine medialen Fähigkeiten, aber auch durch die Engel. So habe ich also einen riesen Fundus in der Bibel gefunden und dann dachte ich mir, aber es heißt doch Jesus Christus gestern, heute und derselbe in alle Ewigkeit. Also wenn Sie in seinem Leben so eine wichtige Rolle gespielt haben, ich wollte wissen, wie sieht das heute aus? Und deshalb habe ich im Raum Zürich, Ostschweiz, in regionalen Medien Inserate aufgegeben und gesagt, hatten Sie Erfahrungen mit Engeln oder anderweitige Erfahrungen mit übersinnlichen Phänomenen und möchten Sie darüber einmal sprechen? Und diese Inserate haben mich mit pro Inserat kamen ungefähr so ein halbes Dutzend bis Dutzend Leute zu mir ins Gespräch. Die einen suchten einfach Rat und Hilfe, weil sie dachten, ja, das ist ein offener Pfarrer, mit dem kann ich reden. Und andere erzählten mir von Erlebnissen mit Engeln, aber manchmal auch mit Erlebnissen, die ihr Leben, wie soll ich sagen, bedrängenden Erlebnissen. Da bekam ich also Kontakt mit der unsichtbaren Welt, so wie sie auch ähnlich in der Bibel geschildert wird, dass es Wesen gibt von Gott gesandt, die einem zum Aufblühen bringen wollen, die einem stärken wollen, dass man die eigenen Gaben umsetzen kann, dass man selbstständig, verantwortungsvoll leben kann und dass es eben auch Mächte oder Kräfte gibt, die einem versklaven wollen, die einem die eigene Identität rauben und Energie rauben wollen. So hat sich das alles entwickelt und es sind viele Erfahrungen zusammengekommen und so sind diese beiden Bücher entstanden. Welche Leserschaft wollen Sie mit diesen Büchern ansprechen? Das erste Buch, Wie Engel begleiten, habe ich eigentlich bewusst für Christen geschrieben. In diesem Buch geht es darum, dass ich zu jeder Engelserfahrung, die in der Bibel dokumentiert ist, wollte ich heutige Engelerfahrungen in Parallele setzen, damit die Menschen merken, was da in der Bibel geschrieben ist, das ist nicht einfach verstaubt, alt, märchenhaft, sondern das wird in ähnlicher Weise auch heute erlebt. Also es ging mir auch darum, neben den Christen zu zeigen, die Bibel ist wirklich top aktuell. Gott spricht immer noch durch die Bibel oder ähnlich wie damals in der Bibel. Das war das erste Buch und mit dem zweiten Buch Erfahrung mit einer unsichtbaren Wirklichkeit, es gibt mehr, wollte ich meine Mitmenschen aufmerksam machen. Liebe Leute, es gibt mehr, als wir mit unserem Verstand, mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Es gibt einen inneren Sinn, eben ich hatte bei verschlossenen Augen, ich war in einem Zimmer, habe ich diese Engelvision, wie ich sie vielleicht nennen möchte, gesehen. Es gibt eine Welt, zu der es Kontaktmöglichkeiten gibt und es macht Sinn, mit dieser Welt in Verbindung zu treten. Jesus hat ja, wie in der Bibel ersichtlich, immer wieder auf ein jenseitiges Reich mit Engeln, aber auch auf böse Geister hingewiesen. Macht die Kirche heute genug dafür, um ihren Gläubigen ein plausibles Jenseitsbild zu vermitteln? Es ist für mich halt schwierig, für die Kirche als Gesamtes zu reden. Ich habe einfach in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts, als ich mit diesen Engelinseraten an die Öffentlichkeit gegangen bin, gemerkt, dass dort, wo ich einen Einblick hatte in die Theologie oder in die kirchliche Arbeit, die Engel eine geringe Rolle gespielt haben, aber dass sehr viele Menschen, Mitmenschen außerhalb der Kirche zu diesen Engeln Kontakt suchen oder die Engel ihnen etwas bedeuten. Ich habe aber auch gesehen, dass manchmal diese Engel wie ein Spielzeug zum Teil behandelt wurden, so niedlich, so zart und sanft. Das sind sie auch, aber sie sind Persönlichkeiten. Und deshalb wollte ich eigentlich auch damit der Öffentlichkeit sagen, hallo, also das Engelthema, das ist ein ganz, ganz zentrales Thema. Und damit natürlich diese unsichtbare Welt, dieses Gottesreich, das ist ein ganz zentrales Thema, das auch mit der Kirche und mit der kirchlichen Verkündigung zu tun hat. Also deshalb auch diese Inserate. Und ich hatte mit jedem Inserat gleichzeitig einen Gottesdienst verbunden. Also ich habe gleichzeitig eingeladen,
in den Gottesdienst, wo ich auch das Thema dann thematisiert habe. Ich habe schon den Eindruck, dass wir einfach durch die zeitgeistlichen Trends, der sind wir als Menschen, auch als Pfarrer unterworfen, dass es eine ganz starke Rationalisierung gegeben hat, auch in der kirchlichen Botschaft. Und dass von verschiedenen, auch insbesondere denke ich von den Medien, besonders das Ethische heute gewichtet wurde, also die Nächstenliebe. Und das ist ja wunderbar, das ist nicht nichts, oder? Aber dieser Auftrag zur Nächstenliebe kann eigentlich ja nur erfüllt werden, wenn man Hilfe bekommt aus der unsichtbaren Welt. Ich möchte an ein Beispiel erinnern. Jemand wurde von seinem besten Freund hintergangen. Er ging mit seiner Frau, also nachdem er von der Auslandreise zurückkam, war seine Frau beim Freund und hat ihn verlassen. Also, und er sagte zum Seelsorger, das war nicht ich, darum darf ich auch sehr öffentlich darüber reden, ich kann alles vergeben, ich sollte ja vergeben, aber das kann ich nicht vergeben. Das hat mich zutiefst verletzt. Und der Seelsorger sagte dann, das ist ganz natürlich, dass du das nicht vergeben kannst. Das soll durch Jesus Christus in dir und durch dich geschehen. Das heißt, wir sind angewiesen auf die himmlischen Kräfte, auf den himmlischen Frieden, auf die himmlische Unterstützung, damit wir überhaupt in unserem Alltag so in der Nachfolge leben können, wie Jesus hineingerufen hat. Und das ist von daher, denke ich, dass man so stark ethisch lang, also die 10 Gebote und all diese wichtigen Regeln, aber die sind nur eigentlich, das ist wichtig, wenn die Verbindung zur unsichtbaren Welt da wiederhergestellt wird. Und ich denke, es ist ja auch wichtig, weil Jesus gesagt hat, der Heilige Geist kommt und er wird euch in alles Weitere leiten. Also mit der Bibel ist sie ja nicht abgeschlossen. Das Leben verändert sich. Wir haben heute zum Teil andere Fragestellungen. Und da brauchen wir wieder Weisheit und Information von der jenseitigen Welt. Und ich denke, dass der Heilige Geist durch die Engel insbesondere auch zu uns spricht und uns Wegleitung gibt für ganz aktuelle tägliche Fragen. Also von daher finde ich, ist das Reich Gottes sehr zentral. Suche zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, oder? Also das heißt, bevor man ethisch-christlich handeln möchte, ist es wichtig, sich mit diesem Reich in Verbindung zu setzen, in Beziehung zu Gott, dass er einem heilen kann, dass dieser Friede in einem kommen kann, dann kann dieser Friede weiterstrahlen. Was sind Ihre wichtigsten Erkenntnisse, die Sie mit Ihren Büchern den Lesern vermitteln wollen? Also eigentlich die wichtigste Erkenntnis, die wichtigste ist vielleicht jetzt hochgegriffen, aber ist, wir sind nie allein. Wir sind nie allein. Das ist für mich selber zu einer großen Hilfe geworden. Als Pfarrer ist man viel allein, oder? Man steht allein auf dem Friedhof. Man steht allein in einer Trauung. Man verkündet immer alleine. Und ich bin auch seit 20 Jahren Notfallseelsorger und werde immer wieder zu ganz sehr traurigen und in schreckliche Situationen gerufen und komme da immer alleine. Und das Wissen, ich bin begleitet durch Gottes Heiliger Geist und durch seine Engel. Er hat gesagt, jedes Kind hat seinen Engel und in Gottes Augen gibt es nach meiner Meinung nach nur Kinder und keine Erwachsene. Darum werden wir ja Kinder Gottes genannt. Ich kann mich verlassen, ich bin einfach nie alleine und werde verstanden als Mensch. Also ich muss gar nichts verbergen, mit den hintersten Gedanken kann ich offen dastehen, ich brauche keine Angst zu haben, gegenüber den Menschen kann man ja nicht immer alles zeigen und sagen, was man denkt, aber das ist für mich so eine Erlösung. Sie wissen alles, auch Gedanken, die vielleicht nicht sehr nett sind, die dunkel sind, die vielleicht am anderen Menschen nicht immer das Beste wünschen, weil er einem vielleicht wehgetan hat und so. Ich kann einfach vor Gott offen sein und bin begleitet, werde geführt. Das ist etwas für mich sehr Kostbares. Herr Schultes, herzlichen Dank für das Gespräch.